Landschaft wie zum Träumen. Unendlich fern und doch so nah, Masuren. Masuchowken im Kreis Gzhidzko, früher Lötzen. Rechts vor dem Ortsschild sehen Sie Büsche, hatte man mir gesagt. Da stand das Elternhaus Ihres Vaters. Als Kind bin ich nie in diesem Ort und in diesem Haus gewesen. Schon früh hatte der im kalten Winter 1945 die Flucht. Cuxhaven an der Nordsee war die Endstation, dann Kiel und Hamburg und von dort ab nach Amerika und um die ganze Welt. Und überall war meine Heimat. Man hofft ja immer, dass man irgendwas findet, auf dem was draufsteht oder irgend sowas ähnliches, aber ehrlich gesagt, das nein. Dieses ist was von der Kanalisation gewesen, nee. Naja, so ganz lässt es sich nicht beiseite schieben. So objektiv kann auch der Journalist nicht sein, dass es ihm völlig gleichgültig wäre, wo komme ich eigentlich her. Also, das ist es. Das ist das Elternhaus meines Vaters. Da haben wir nochmal auf der anderen Seite. Ja. Irgendjemand hat es mal auf sich genommen, die masurischen Seen zu zählen. Er kam auf über 3000. Die Gletscher- und Gerölllawinen der letzten Eiszeit haben sie wie glitzernde Perlenketten in den Boden geschabt und dazwischen einsame, unberührte Natur. Es sieht so aus, als wenn selbst der Himmel über Masuren weiter und leuchtender wäre als irgendwo sonst auf der Welt. Fängt es an, wo hört es auf? Um das gleich vorwegzunehmen, uns hat der Wind vor sich hergetrieben und wo die Seen glitzerten, die Störche nisteten und die Landschaft des Ostens weit und gewaltig war, da war für uns Masuren. Es ist heute kaum noch vorstellbar, wie riesig einst die Ländereien der alten ostpreußischen Geschlechter waren. Eine Zeit und eine Gesellschaft vom Winde verweht. Bei Bartenstein liegt das Schloss Prassen. Seit 1554 gehörte es den Grafen zu Eulenburg. Prassen war nur eins von drei Anwesen dieses Geschlechts. Es war eine Welt, die schon vor dem Großen Krieg ein Blick zurück auf gestern war. Im Schlosspark kommt ein Spaziergänger vorbei. Er spricht Deutsch und stellt sich als Martin Naber vor. Ich kenne das nicht so genau, aber nach dem Krieg war das kaum beschädigt worden. Ja, und wie ging es dann weiter? Was wurde dann? Ja, okay, das... Jeder hat sich selbst bedient. Ne? Das ist... Ja, erst die Möbel raus. Ach, ja, eben. Das ist so gewesen, dass hat das niemandem gehört. Ja. Jeder nimmt, was ihm passt. Ne? Ja. So ist das. Was haben Sie für einen Beruf? Ja, ich bin Kfz-Schlosser. Haben Sie Arbeit? Nein. Hier ist nichts los in der Gegend? Nö, das ist schwierig hier eigentlich. Ne? So. Mit dem... Die Wirtschaft ist eigentlich sozusagen berg runter. Ja. Und was bekommen Sie an Sozialfürsorge oder wovon leben Sie? Also das ist so unterschiedlich. Ne? Also ich verdiene mein Geld in Deutschland sozusagen. Ne? Aha. Ja. Was machen Sie denn da in Deutschland?
Schatz. Ja, ich... Warte. Moment. Mom? Mhm. Ah. Ja? Mama. Was machen Sie denn in Deutschland, wenn Sie da arbeiten? Sie da? Ja, pf, je nachdem. Ja, okay, davon will ich so gerne reden. Okay, war nett, Sie kennenzulernen. Ja, ebenso. Ja, wünsche Ihnen alles Gute. Etwa 80% der Herrenhäuser, so beklagen jetzt polnische Denkmalschützer, seien unwiderruflich verloren. Die meisten erst nach dem Kriege zerstört. Teils in ideologischer Absicht, teils, weil das arme Polen andere Sorgen hatte. Es ist eine neue High Society, die sich im Spätsommer in Galini, Galingen, zusammenfindet. Wie immer in den ländlichen Gebieten die Meinungen über die Deutschen sein mögen, weit öfter im Zentrum erhitzter Debatten, steht eine andere Gruppe, die Warschauer, also die Hauptstädter, die eine neue Zeit nach oben spürte. Und so findet man auf diesem Reitturnier auch kaum Söhne oder Töchter von Bauern aus der Umgebung. Es sind Autos mit Warschauer Kennzeichen, die die Parkplätze füllen. Gastgeber sind Christoph und Joanna Pawiska. 70 Pferde stehen in ihrem Gestüt, Gutshof, Stallungen, Hotelbetrieb, Schloss. Four Seasons Kosmetik ist das Geheimnis ihres Erfolges. Das ist Polens Antwort auf die westliche Schönheitsindustrie. Die romantische Schattierung in Harmonie mit der Natur. Four Seasons Lippenstifte so zart und feucht wie der Schaum eines Cappuccino. Ein paar Tage darauf vor dem Schloss. Wieder Ruhe in Galini. Besuch aus Bielefeld ist gekommen. Udo Graf zu Eulenburg und seine Familie. Über 14 Generationen war das Anwesen im Besitz der Eulenburgs. Er wäre der Erbe, die 15. Generation gewesen, wenn nicht ein Krieg dazwischen gekommen wäre, mit dem Deutschland seine Nachbarn überzog. Die Pawiskas und die Eulenburgs trafen sich 1996 zum ersten Mal und es war der Beginn einer außergewöhnlichen Freundschaft. Herr Pawiska, was hat Sie bewogen, Ihr Geld in solch ein Schloss zu stecken? Ehrlich gesagt, es war ein Zufall. Nicht wir suchten Galini, Galini fand uns. Der Ort, die Architektur, wir waren bezaubert. Und so entstand die Idee, das Schloss zu kaufen. Zunächst gab es auch keine großen Wiederaufbaupläne. Wir dachten nur daran, den weiteren Verfall zu stoppen, das Anwesen zu retten. Mit der Zeit steckten wir unsere Pläne immer weiter und vergrößerten unsere Investition. Beschreiben Sie noch einmal Ihr Verhältnis zwischen den beiden Familien. Das Ehepaar Eulenburg haben wir schon im ersten Jahr nach dem Kauf kennengelernt. Sie hatten angekündigt, dass sie uns besuchen wollten. Anfangs hatten wir schon allerlei Ängste. Was würden das für Menschen sein? Und wie mag denn wohl ihre Einstellung sein zu den neuen Besitzern ihres alten Familienbesitzes? Aber schon nach unserem ersten Zusammentreffen spürten wir, dass sie wunderbare, ja herzliche Menschen sind und dass sie unsere Pläne mit Wohlwollen verfolgten. Galini hat uns verbunden. Daraus wurde Freundschaft. Ja, ich wage dieses Wort zu benutzen. Eine Freundschaft, die bis heute dauert. Ośmielę się użyć tego słowa przyjaźnią, która trwa do dziś.
Wie entstand die Idee, hier zusammenzuarbeiten mit der Familie Pawiska bei dem Wiederaufbau dieses Schlosses? Das kam so, dass als Pawiskas 1995 das hier gekauft haben, war übrigens eine mutige Entscheidung, denn das Schloss war auf dem Wege zur Ruine, da haben sie an uns geschrieben, ob wir nicht im nächsten Jahr mal kommen könnten. Sie wollten von uns erfahren, was hier früher gewesen ist. Dieses Interesse für die Vergangenheit ist schon etwas Beeindruckendes. Und da sind wir hergekommen. Jede Seite vielleicht etwas subsonös. Wie wird das? Und wir merkten sofort, wir hatten die gleiche Antenne und die gleichen Wellenlänge. Und seitdem hat sich eine Verbundenheit bis hin zu einer Freundschaft entwickelt, die, glaube ich, auf eine lange, lange Zeit Leben halten wird. Wie gefällt Ihnen das Schloss und das ganze Anwesen heute, wenn Sie es mit Ihren Erinnerungen aus der Jugend vergleichen? Es ist einfach fantastisch. Es ist unglaublich, was aus diesem heruntergekommenen Komplex, kaputte Fenster, kaputte Türen, eingestürzte Decken, kaputte Dächer. Es sah verheerend aus. Und wenn es heute so wieder entstanden ist wie früher, in vielen Teilen sogar noch schöner, weil es nicht so auf Benutzung eingestellt ist, dann ist das begeisternd. Das ist für mich begeisternd. Können Sie dem schönen, gedruckten, gesagten Wort der Gräfin Dönhoff zustimmen, sei die tiefste Form der Liebe, zu lieben, ohne zu besitzen? Ja, das kann ich voll und ganz. Das ist vollkommen unsere Einstellung. Man kann nicht Gewesenem nachtrauern, ohne sich selbst damit zu schaden. Man kann das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen, es sei denn, man rollt sich über die eigenen Füße. Und diese Entwicklung ist etwas, Besitz ist kein Anspruch auf Dauer. Besitz ist eine Leihgabe. Und wenn andere Menschen daraus etwas für die Zukunft schaffen, dann ist das nur eine Freude. Die Kirche der drei Heiligen ist ein Wahrzeichen in Nikolaiken. Sie hat schwere Zeiten überstanden. Im katholischen Polen ist sie eins der wenigen protestantischen Gotteshäuser geblieben. Der besondere Anlass an diesem Sonntag, die kleine Susanna von hier und der kleine Viktor aus dem niedersächsischen Steinhude, dessen Eltern vor 18 Jahren Nikolaiken verließen, werden gemeinsam getauft. Pfarrer Schudeck predigt polnisch, aber niemand nimmt heute mehr Anstoß, wenn der Taufspruch für Viktor auf Deutsch verlesen wird. Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja, im zweiten Kapitel. Dies ist, was Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns.